Schönen guten Abend zu Tag 5 bei Klappe auf hier am Filmfestzelt. Schauspieler interviewen Regisseure und Filmemacherinnen. Wir haben heute einen Gast bei uns, der, glaube ich, den weitesten Weg unserer Gäste hat. Er kommt nämlich aus Bayern. Herzlich willkommen, Markus H. Rosenmüller. Ja, danke schön. Grüßen Sie recht herzlich. Ja, wir sind schon die ganze Zeit am Karlauern. Hoffentlich kriegen wir irgendwie noch heute die ernste Kurve hin. Ganz ernst, wir wollen unbedingt ernst sein. Nein, ich möchte dir einmal ganz kurz vorstellen, weil du bist ja durchaus sehr aktiv im Filmgeschäft tätig. Und vor allen Dingen bist du sehr stark ausgezeichnet worden. Ich zitiere einfach nur, also Ausbildung hast du gemacht, Hochschule für Film und Fernsehen in München. Also du bist Urbayer. Mhm. Auch da geboren, nehme ich an. Nicht in München, aber, In Bayern. In der Nähe, 50 Kilometer südlich, genau, in Hausham. Ich will jetzt nicht unken, aber das hört man. Das, ja? Ja, wir Norddeutschen hören wirklich? Das. Wirklich? Ja, ja. Ist da noch was übrig geblieben? Ist ein bisschen, ne? Also ich weiß, du hast hart gearbeitet, aber... Ne. Und du hast dort sofort eigentlich einen Durchstarter gehabt mit deinem Film Nur Schreiner machen Frauen glücklich. Bist du sofort ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Filmhochschulpreis in Gold. Und daraufhin durftest du deinen Abschlussfilm in Indien drehen. Also das war jetzt nicht direkt im Zusammenhang, aber es war so. Ich durfte, genau, ich habe so ein Stipendium irgendwann bekommen und durfte an der Filmhochschule in Indien, in Pune, 2 Monate recherchieren und da was entwickeln und bin dann nochmal hin und habe dann was anderes gedreht, weil alles nicht hinkauen hat. Also es war sehr improvisiert und war mein Abschlussfilm und war aber die Lehre meines Lebens. Immerhin. Wieso? Inwiefern? Dadurch, dass es war wirklich so, ich bin nach 2 Monaten Recherche heim, habe ein Drehbuch geschrieben, habe auch dort schon mit Leuten gesprochen über bestimmte Motive, mit bestimmten Schauspielschulen, über Schauspieler, die mitmachen wollten. Und wie ich nach 2,5 Monaten wieder runterkam mit meinem vielleicht 6-köpfigen Team, da hieß es, nee, da können wir jetzt doch nicht drehen, nee, die Schauspieler haben auch keine Zeit. Und es war unglaublich, also die ganze Geschichte ist zusammengefallen und ich musste, meine damalige Regieassistentin hat gesagt, ja, dann musst du jetzt was Neues schreiben. Und dann habe ich mich hinguckt und während ich tagsüber also neu gecastet habe, so habe ich was Neues geschrieben, weil ich hatte 2 Darsteller aus Deutschland auch, die nachreisen sollten, weil ich wusste, okay, mit denen muss ich irgendwas erleben und habe all die Eindrücke, die ich gesehen habe, gesammelt, die mich bewogen haben, wo ich gemerkt habe, was ist es, was mich jetzt hier interessiert, was möchte ich erzählen, wie komme ich da auf eine gute Geschichte und hatte dann 2 Geschichten und habe die dann irgendwie 2,5 Wochen oder so vor Drehstart habe ich die dem Team vorgelesen und wir haben abgestimmt, was wir drehen und das haben wir dann gemacht. Genau. Das muss man auch erstmal schaffen. Genau. Sehr gut, mit Abstimmung. Schön, wie fair. Ja, ja. Ich meine. Oh, bin ich nicht dafür. Nee, da ist meine Rolle schöner. Ja, das hätte ich auch. Die Schauspieler waren doch nicht da. Also, nur das Team. Nur das Team. Genau. Ja, gut. 2006 war das dein Debüt? Wer früher stirbt, ist länger tot. Kann ich auch mal eben zitieren, das muss ich mir alles aufschreiben. Damit bist du ausgezeichnet worden. Deutscher Filmpreis, beste Regie, bestes Buch. Förderpreis Deutscher Film, Bayerischer Filmpreis, New Faces Award, auch für Regie und Buch. Das ist beachtlich. Ja. Das war, nee, also da kann ich gar nicht. Da wusste ich aber auch schon, da ist jetzt viel Glück zusammengekommen, auch weil zufälligerweise zu einer bestimmten Zeit irgendwie so ein bisschen anderer Film einfach mal gut ankam. Es war mit Sicherheit nicht die beste Regie in dem Jahr, sondern es war vielleicht die skurrilste oder also sowas. Mhm. Und das wurde dann ausgezeichnet. Die beste war es hundertprozentig nicht. Genau, wie auch immer. Aber der Film, wir waren ja selber überrascht. Wir hatten halt das Glück vom Zuschauer. Es war nicht so, dass irgendwelche Kritiker gesagt hätten, Mensch, ist das ein großartiger Film? Mhm. Sondern es waren die Zuschauer, die den Film erst groß gemacht haben. 1,8 Millionen Kino. Ja, die sind einfach ins Kino geströmt und wir haben selber mit offenem Mund zugeschaut und wussten sie, weil selbst wie wir den Film fertig hatten, also ich mochte ihn eh, aber ich mag alle meine Filme und sehe immer viel mehr, als drin ist. Ich brauche immer Jahre, bis ich kapiere, dass der Film vielleicht nicht so gut ist oder gut.
Naja, aber bei dem war es auf gar keinen Fall so, dass wir gesagt haben, boah, das, jetzt haben wir aber einen richtig guten Film gemacht, sondern einfach den Film, den wir machen wollten. Und das ist ja das eigentlich immer das Tolle. Das ist das, was ankam, wenn Herzblut dabei ist oder Leidenschaft. Ja, aber es war in jedem Film Herzblut und Leidenschaft dabei. Ja, okay. Aber der gut. Kam, genau. Gut. Und du schreibst auch die Bücher dazu. Ich schreibe nicht immer. Ich habe bei, immer, genau, das wär jetzt meine bei Frage. Wer früher stirbt, bei Perlmutterfarbe und jetzt bei Trautmann bin ich Co-Autor mit einem Hamburger, der mitgeschrieben hat, also ein schottischer Hamburger, ursprünglich Schotte, der aber hier wohnt und Nick Schofield und mit noch mein Produzent, der mitgewirkt hat und Dramaturg. Also wir haben mit vielen Leuten haben wir dieses Drehbuch geschrieben. Ja. Genau. Ja. Ich höre immer auf andere, klau dann die Ideen und sehr gut. Besser gut geklaut als schlecht ausgedacht. Ja. Das auch, ja. Aber war das von Anfang an dein Ziel, dein Weg, dein Plan, beides zu machen, Regie und Buch? Oder hat sich das ergeben, weil die Bücher, die du bekamst, zu schlecht waren? Oder? Nee, ich habe ja auch viele gedreht von anderen Autoren. Nee, ja. Ich habe halt auch selber Ideen. Oder beziehungsweise da war es so, dass der Produzent Robert Marciniak mit der Idee, mit der Biografie in den Schneideraum kam, bei der Die Perlmutterfarbe, Kinderfilm. Und mich gefragt hat, ob ich denn diese Biografie kenne. Und ich bin wirklich Fußballfan, also vor allem, ich spiele auch wahnsinnig gern selber, immer schon Fußball begeistert und habe darüber nichts gekannt, dass es da einen Kriegsgefangenen in England gab, der ziemlich verhasst war und viele demonstriert haben und der dann die Herzen in England erobert hat und noch dazu mit so einer wahnsinnigen Geschichte, dass er sich in einem Finale das Genick gebrochen hat und weitergespielt hat. Und wir dadurch, dass ich eben viel über Fußball wusste und diese Geschichte nicht kannte, war ich verblüfft. Ich habe die Biografie gelesen und habe auch gesehen, und das war mir auch natürlich wichtig, dass das auch ein Film sein kann, der halt über das Fußball hinausgeht. Weil nur ein Sportlerfilm, das wäre mir zu wenig gewesen. Ja. Und so hat sich das ergeben. Da können wir eine politische Geschichte, da können wir eine über die Gesellschaft, da können wir über Individuen, da können wir eine große Liebesgeschichte erzählen. Und das haben wir dann versucht zu machen. Ihr habt es gemacht. Also ich durfte ihn ja sehen. Also wir reden von Trautmann, nicht? Von dem Film, der jetzt, apropos, ich habe gar keinen Zettel, der heute Abend 19:15 in der Passage Premiere hat. So war es, glaube ich, richtig. Genau, wir reden über den aktuellen Film. Ich habe ihn gestern sehen dürfen. Und das Erste, was ich sagen möchte, für Leute, die sagen, oh nee, Sportlerfilm interessiert mich nicht oder sonst wie, Fußball kommt drin vor, aber darum geht es gar nicht. Nee. Du hast mich sehr bewegt mit diesem Film. Ich bin da allerdings auch gerne so ein... Also, nah am Wasser gebracht. Ja, danke schön, dass man das was suchte. Da gab es einige Momente drin. Und ich finde, wir dürfen auf keinen Fall zu viel darüber verraten, was sonst in diesem privaten Bereich ist. Aber ich kannte den Namen, das war's. Dank Trautmann oder Bird. Trautmann, der war mir bekannt und dann hörte es auch auf. Also die Geschichte ist eben, ein deutscher Kriegsgefangener, der in England gefangen ist, wird aus dem Lager geholt, weil der Trainer eines kleinen Fußballvereins gesehen hat, der Junge ist der beste Torwart überhaupt und der kann uns vom Abstieg retten. Was er auch tut. Er darf dann mittrainieren, aber hat natürlich die Probleme, dass er als Deutscher ist, als Nazi bezeichnet wird und gehasst wird. Um dem vorzugreifen, wenn er dann bei Manchester engagiert wird, was tatsächlich ja passierte, gab es eine Demonstration von 20.000 Leuten gegen ihn, bis er dann so erfolgreich wurde, dass man sagte, Herrn Trautmann ist einer von uns. Und um noch weiter vorzugreifen, er wurde dann ausgezeichnet als erster ausländischer Spieler, Spieler des Jahres in England, bekam von der Queen eine Auszeichnung und das Bundesverdienstkreuz. Und er brach sich beim Finale das Genick und spielte weiter, weil der sechste Wirbel zwischen dem fünften und vierten rutschte und ihn vom Sterben bewahrte quasi. So, und er hat es nicht gemerkt. Also. Diese Biografie gab es ja, die ist ja richtig. Trautmann ist 2013 gestorben. Und war auch Trainer in Deutschland am Verein. Aber du hast nun das Buch mitgeschrieben. Wie viel Fiktion ist in diesem Film und wie viel Biografisches? Also ich sage, die großen Eckpfeiler sind alle wirklich biografisch. Wir hatten das Glück, dass wir mit dem Film vor 10 Jahren die Idee
gebaut vor 10 Jahren. Und wir vor 9 Jahren waren wir in Valencia eine Woche bei Trautmann und haben ihn wirklich lang und ausgiebig interviewen können. Und aufgrund dieser Interviews ist einfach dieses Drehbuch entstanden. Das war mir natürlich wichtig. Dennoch ist es auch klar, dass du da nie hundertprozentig die Wahrheit über ihn erzählen kannst. Also da müsste ich, selbst wenn ich mehrere Jahre, erzähle ich ja immer Aspekte und habe eine Dramaturgie. Und von dem her wollte ich ja auch unbedingt meine Geschichte und die Intention, die ich hatte, dass ich einen Film über Versöhnung auch erzählen will. Weil das war eigentlich, ist so ein Kernthema, das mich mehrere Jahre beschäftigt hat. Warum das bei uns eigentlich, dass sich die Deutschen nie entschuldigt haben und wie das ist, wenn es eine Versöhnung, wie kommt eine Versöhnung zustande? Ja, also von dem her sind da bestimmte Sachen bestimmt von mir noch dramatisiert, aber also die ganze Familie, diese Fryer-Familie, bei der er neues Zuhause findet, die Margaret, diese Liebesgeschichte, diese Tragödie, die da passiert, dieser der Charakter von seinem Schwiegervater, die Oma, die Barbara, die ihn angehimmelt haben. Das kommt alles aus diesen Geschichten raus. Der jüdische Rabbi Alexander Altmann. Wäre meine Frage gewesen. Echte, genau. Der war auch echt. Der Brief, der in dem Film zitiert wird, war wirklich, ist wortwörtlich, ist der Wortlaut und war wirklich so, dass der die Wende brachte. Mhm. Dass einer, der aus Deutschland fliehen musste, der Schlimmstes erlebt hat, der seine Familie verloren hatte, hat dem da drüben geholfen, weil er gesagt hat, es geht um die Person, nicht um die, wir können nicht die Masse ist so, aber eine Person, den muss man an seiner Haltung, wie er wirklich ist, beurteilen und hat ihm diese Chance gegeben und dadurch hat sich das Blatt gewendet und das war tatsächlich so. Und so habe ich versucht, dass ich bestimmte Eckpfeiler so mitnehmen. Er hat mir auch erzählt von Streitereien mit seiner Frau, wenn es um die Vergangenheit ging, natürlich um seine Angst. Es ist ja eine andere, größere Geschichte auch noch verflochten da drin. Die ist symbolisch, aber ganz klar, also wer die ursprüngliche Geschichte dazu kennt, aber ich möchte da nicht vorgreifen, wenn man den Film sehen sollte, wer die ursprüngliche Geschichte kennt, sieht, dass das genau der Schlüssel eigentlich dafür ist, also, von das seiner Angst. Das erzählt. Das, ja, genau. Was wir jetzt nicht so erzählen es wollen. So ist es. Wo wir wissen, wovon da würde ich mir nie, anmaßen, so eine wichtige dramaturgische Seitenstrang als Regisseur, ach, da tun wir noch sowas rein, damit es besser ist. Nee, das hat natürlich den Ursprung aus seiner Biografie. Das wollte ich schon unbedingt so machen. Das ist ein großes O von mir, weil das ist ja sehr bewegend. Ne? Ja, ja. Es taucht halt immer wieder auf, am Schluss so löst es sich auf. Das war Wahnsinn. Unser Problem war eher, dass ich mich oder dass wir uns eigentlich auf was fokussieren mussten, weil unsere erste Drehbuchfassung hatte 180 Seiten oder sowas, oder wenn es langt. Allein die Jugend, was der alles erlebt hat. Ich meine, der war 20 Jahre, wie er dann gefangen genommen wurde. Und was der schon alles hinter sich hatte, ist unglaublich. Und das sind aber eigentlich ja noch trotzdem auch Kinder. Deswegen immer auch diese Kinder, die im Film mit dabei sind. Ja? Dieser andere Blickwinkel, der mir so wichtig ist. Was wir eigentlich aus unseren Kindern, wo es dahin läuft, was die Generationen, die älteren Generationen, was man beigebracht bekommt, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie viel Glück, ich habe noch andere interviewt, die im Gefangenenlager in England waren, wie viel Glück die hatten, dass sie dort mit Demokratie in Berührung kamen, also durch das Re-Education-Programm, dass die plötzlich aus ihrer Gehirnwäsche, das musste erst mal rausgespült werden, die haben es ja gar nicht begriffen. Und das ist natürlich hochinteressant. Und die sind dankbar dafür, dass das so passiert ist. Und daraufhin auch wieder zu sehen, was dann in Deutschland eben, dass eine Verfassung geschrieben wurde, dass es eine Demokratie gibt. Und wie wir vor 10 Jahren den Film angefangen haben, wussten wir überhaupt nicht, dass das alles so plötzlich so fragil ist. Und dass der Film eigentlich leider an Wichtigkeit gewonnen hat. Das meine ich damit. Es ist kein Fußballfilm. Es geht um Versöhnung. Er ist brandaktuell, er ist politisch aktuell. Für unsere Vergangenheit wichtig. Großartig eben verflochten mit dieser Liebesgeschichte. Wo hast du denn diese Schauspielerin her? Also da muss ich mir ausnahmsweise mal auf die Schulter klopfen. Weil wir einfach viele angeschaut haben und ich
von der ersten Sekunde an begeistert war. Aha. Und mancher erst beim zweiten Blick das gesehen hat. Nee, aber egal, wir wussten dann beim nach den Proben, wussten wir, was für einen Fang wir gemacht haben, wie das so ein Muscle, wie wir gehabt haben. Und wir haben erst beim Hergehen mit meinem Produzenten haben wir darüber gesprochen, die wird ihren Weg machen. Ja. Und ja. Also ja, Freya Maver heißt die. Und da merkst du es, Nick und ich haben eine Frauenrolle, die emanzipiert ist, die jetzt nicht so ein Hascherl ist und so ein einfach so ein, ja. Ja, ich bin die Liebesgeschichte und bitte erobere mich, sondern die selber einen Wunsch hat, ein Desire, also die halt wohin möchte, die selber was zu erzählen hat und emanzipiert ist. Und das kannst du natürlich mit so einer Frau wie die Freya, die, glaube ich, zeitlang in der Türkei aufgewachsen ist, dann in Frankreich und aus Glasgow eigentlich stammt und ja, eigentlich Multitalent ist. Also da haben wir echt... Weißt du, was ich völlig vergessen habe? Wir haben den Trailer. Ah. Wir müssen ihn uns angucken. Wo können wir den angucken? Also. Auf den Dings. Ich würde euch bitten, ah, macht's ab. Okay. Mein Gott. Ella, mit dem Trailer. Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Hey! Der Blonde da im Tor, der ist nicht mal schlecht. Hey! Ziemlich gut sogar. Überlassen Sie mir ein paar Tage. Trautmann! Du spielst Fußball und du bleibst schön still, stumm. Okay, Jungs, hört mal. Das ist Bert aus Bradford. Wir probieren ihn heute mal im Tor aus. Was ist mit Bert aus Bradfords Hals? Er hat da oben eine Kriegsverletzung. Der Arme kann kaum sprechen. Du bist völlig verrückt. Das ist ein verdammter Deutscher. Der Junge kann uns vor dem Abstieg bewahren. Hier geht's nicht um Fußball, Dad. Er ist ein verfluchter Nazi. Er hat wie alle seine Hand zum Gruß gehoben und Heil Hitler geschrien. Aber wahrscheinlich hättest du deinen auch gehoben, um die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren. Ich bin doch kein Monster. Denkst du, du spielst ein bisschen Fußball und alles ist vergeben und vergessen? Statt zum Tanzen zu gehen, mussten wir unsere Abende im Luftschutzkeller verbringen. Ich hätte lieber mit dir getanzt, als auf dem Schlachtfeld zu stehen. Fußball ist auch eine Art von Tanz. Ganz sicher nicht. Es ist absolut barbarisch. Was wollte Thompson? Er will mich für ein Probespiel sehen bei Man City. Ihnen wurden mehrere Orden verliehen, unter anderem das Eiserne Kreuz. Du hast das Eiserne Kreuz. Das bedeutet nichts. Wie soll das mit uns sonst funktionieren? Du musst mir vertrauen. Ich habe Bert als Menschen kennengelernt, als Mann. Würdet ihr ihn als Menschen sehen und nicht nur als Deutschen, dann könntet ihr erkennen, wie sehr er sich bemüht, die Vergangenheit zu bewältigen. Spielen Sie für die Menschen, die Sie aufgenommen haben. Spielen Sie für Ihren Sohn. Und geben Sie etwas zurück. Mal Bilder zu dem, was wir die ganze Zeit hier lobhudeln. Ja. sie ist wieder bezaubernd gewesen. Ich finde, also sie hat mich wirklich beeindruckt. Und die beste weitere Rolle, John Henshaw, der Trainer, geil, der ist auch ein Tier. Der ist ja. Das war auch der einzige, auf den ich geschrieben habe. Also den großes Vorbild von mir ist Ken Loach. Ja. Den verehre ich und da spielen solche immer mit. Und der John Henshaw hat bei Looking for Eric und bei Angel Share. Und dann habe ich mir den immer so vorgestellt. So müsste der sein. Dass dann John Henshaw auch noch in Manchester City aufgewachsen ist und dann auch noch Trautmann als Kind im Stadion gesehen hat und auch noch im Man City Fanclub dabei ist und da immer so Spiele mitmacht, das war großartig. Und die haben mich so unterstützt. Das war wirklich eine Freude, mit denen zu drehen. Also John Henshaw, dann war der Manchester City Trainer, das war Gary Lewis, der Billy Elliot den Vater gespielt hat. Mhm. Und das war auch, da gibt es eine schöne Anekdote, weil ich natürlich schon immer aufgeregt bin, wenn so tolle Schauspieler zum Casting kommen. Und ich habe das auch gar nicht so richtig realisiert, sondern kurz vorher, bevor er reinkam, habe ich sein Bild, wer kommt als nächstes? Oh, das ist ja der von Billy Elliot.
Und dann kam er rein und ja, hello, I'm Rosie. Und er, oh, I'm Gary. Rosie, thank you very much for this. We have to make this film against Brexit and against Trump. Und dann habe ich mir, dann bin ich wirklich, bin ich so rausgegangen, weil ich dachte, ja, weil es ja auch immer so schwierig ist, immer so eine Gratwanderung. Jetzt, wenn man den Trailer sieht, merkt man, ah ja, eine Liebesgeschichte, aber es geht mir, wie gesagt, es geht mir um mehr. Ja, ich liebe Liebesgeschichten, aber es muss einfach, oder Fußballgeschichten, aber es muss noch was anderes drin sein. Und du weißt das manchmal nicht mehr. Haben wir es eigentlich noch drin? Und dann kommt so ein Schauspieler rein und sagt genau das, was du machen möchtest und hat die Rolle sofort bekommen. Nur für den Satz. Ehrlich? So. War natürlich toll, mit solchen zu arbeiten. Genau, auch deren Dave John, der den Daniel Blake gespielt hat, für eine kleine Rolle zur Verfügung gestanden. Dann Julian Sands, dann, ich weiß nicht, ob ihr am Friedhof, der gerade gesagt hat, gehen Sie raus, spielen Sie für sowieso das Smythe. Harry Melling, ja, genau, das ist der Dudley Dursley von Harry Potter, der Dicke früher, der hat 30 Kilo abgenommen. Und den habe ich nicht erkannt. Okay. Ja, den haben, ja. Genau, ja. Aber super Schauspieler. Ja, ja genau, ja. Also das hat wirklich Spaß gemacht. Und mit dem David Cross war es natürlich großartig, ja, weil... Kann David Cross Fußball spielen? Ja, Gott sei Dank. Und das habe ich wirklich vergessen zu fragen. Also ich habe ihn genommen, weil ich wollte, ich habe ihn mal kennengelernt in München bei einer Trade Show und war beim Essen und habe den so beobachtet, wie höflich und charmant er ist. Und habe mir gedacht, oh, so könnte der Trautmann eigentlich sein, wenn da so ein Schambolzen kommt. Ja, und dann habe ich mir ein paar Filme angeschaut und habe auch gemerkt, okay, der kann auch ernst spielen, was total wichtig ist natürlich. Und habe dann mit ihm gesprochen, ob er das machen würde. Ja, er liest das Drehbuch, hat sich dann gemeldet und so. Ja, er will er unbedingt machen. Wir haben den Film, das war sehr schwer zu produzieren, weil der Film einfach teuer war und ich im Ausland überhaupt, also ich habe schon oberhalb der Donau keinen Namen mehr. Doch, wir kennen dich. Nicht wirklich, aber egal. Also es ist schon schwer, wenn es über Bayern rausgeht für mich und über jetzt ein englisches Buch war noch schwerer und wir mussten immer wieder verschieben, aber er hat uns die Treue gehalten, hat immer wieder gesagt, er bleibt dabei und das war für uns wichtig, auch für die Finanzierung. Und ja, dann kam es, plötzlich hat man das ganze Geld beieinander. Und dann ist mir eingefallen, ich habe überhaupt nie geprüft, ob der Fußball spielen kann. Und dann habe ich in London so eine Probe gehabt, da wollte ich Freya und David mal zusammenbringen. Und dann habe ich mir noch einen Ball besorgen lassen und gesagt, so bei einer Pause, komm, lass uns ein bisschen runtergehen, ein bisschen bolzen. Und dann fiel mir ein Stein vom Herzen, dass er spielen konnte. Ja, wirklich, konnte er sehr gut. Und wir haben ihn trotzdem, er hat Torwarttraining bekommen bei Union Berlin, der Torwarttrainer. Er hat uns da geholfen und hat ihn da auf Vordermann gebracht. Ist natürlich, er hat nie im Tor gestanden und das ist schon einfach was anderes. Wie ohne Handschuhe übrigens, was damals auch das, üblich ja, war. Ja. Also. Und er war da super vorbereitet, war da auch ehrgeizig. Also er hat mich dann schon mal geschimpft, wenn ich gesagt habe, die Parade war klasse. Nein, die war noch nicht klasse. Ich muss den Ball mit den Augen fokussieren. Kein Torhüter würde es anders machen. Ja. Muss man nochmal drehen. Was hat man mit Scholl damit zu tun gehabt? Der kommt im Nachspann vor, dank an. Mehmet Scholl, der kam ans Set, der machte immer eine Radiosendung auch und hat über den Film dann schon berichtet und uns in der Hinsicht geholfen. Also er hat nicht trainiert oder? Nee. Okay, gut. Aber eben, ausländischer Film, bitteschön, wie kommst du denn an eine englische Produktion mit einem einzigen, vielleicht, ich weiß nicht, ob kleine Rollen dabei waren, aber mit einem einzigen deutschen Schauspieler? Wie eine Kinoproduktion, eine teure, eine aufwendige. Ich meine, ich habe versucht, Fehler zu finden. Ne? Wo ist das falsche Auto? Und was gab es damals auch gar nicht? Was vor? Hab keinen gefunden. Das heißt, ihr habt da eine Wahnsinnsausstattung, ein Wahnsinnsbudget. Und ja, das war einfach die Arbeit von meinem Produzenten. Hier hockt er, Robert ne? Marciniak. Gute Arbeit. Wo man auch sagen ehrlich. Muss. Nee, toll, wirklich. Wir hatten das Glück, dass die Ghetto wirklich auch treu mit uns gegangen ist. Wir haben viele Rückschläge erlitten und die sind aber bei uns geblieben. Ja. Und das war eine Basis. Diese Basis war enorm wichtig. Mit
David De Ghetto und mit dem Willen vom Robert, weil ich war dann schon mal, irgendwann habe ich gedacht, jetzt lass doch den einen blöden Fußballfilm, da tu ihn doch weg, wenn die Leute nicht kapieren, dass der, dann wird man schon natürlich beleidigt und ja, dann eben halt nicht. Und Robert hat dann immer wieder angeschoben und dann hat man, hat er irgendwann einen Co-Produzenten auch in England kennengelernt, dann der Filmfernsehen vor Bayern war mit einer wirklich großen Summe, haben uns die gefördert, das war unglaublich großartig für uns. Und eben Chris Curling, der Co-Produzent aus England, der dann ja, die Finanzierung schließen konnte. Ja. Und dann hat man diese, den Batzen benannt, den man gebraucht hat. Das gesamte Casting auch, habe ich aufgeschrieben, Don Hubbard, also auch ja, in England gecastet worden. Ja. Hast du dann David Cross mitgebracht und hast gesagt, so da. Der war, der war auch viel dabei. Es ging nicht immer. Dann, dann hatte ich dort einen deutschen Schauspieler, der in London wohnt, Max Belfort heißt er. Der hat uns da unglaublich geholfen. Und, ja, aber der David war schon auch dabei. Und dann, bei, wie ich dann die Auswahl hatte, glaube ich, bin ich nochmal mit dem David auch hin. Gut. Wie lange habt ihr gedreht? Es waren 45 Drehtage, also jetzt auch das nicht die Welt. Das waren nur 45 Drehtage? Ja, ja. Und das muss man schon sagen, davon waren 15 allein wegen, obwohl die Fußballspiele gar nicht so viel sind, aber 15 Fußball-Drehtage, weil so ein Endspiel in Wembley, das war wirklich schwierig. Da sind wir immer da gestanden, wie machen wir denn das überhaupt? Es gibt ja kein Stadion mehr in der Richtung. Also wir haben, das war eine Kombination aus Bau, aus verschiedene Kameras, die, also zum Beispiel, wenn wir über die Moderatoren runter gedreht haben, dann waren die Moderatoren und das Kabinenhäuschen echt und die ersten, dann die Crowd, die Leute, dann war der Fußballplatz unten, wurde nochmal gedreht mit dem gleichen Kamerawinkel, eine zweite Kamera, weil wir für Wembley eine Tartanbahn brauchten. Mhm. Und da wurde das Spiel inszeniert und gegenüber war dann wieder VFX von Ari München, die uns das gebaut haben. Und das war für 3 Sekunden, musstest du, okay, in die Richtung. Und da gab es ja viele Einstellungen und die mussten alle neu überlegt werden, wie drehen wir denn die jetzt? Und wie machen wir das? Und wie machen wir das, dass das lebendig ausschaut? Und deswegen war das wahnsinnig schwierig und da war schon auch ja, die Herstellungsleitung, Produktionsleitung und aber auch mein Regieassistent und einen tollen Kameramann, die das für mich mitgedacht haben. Ja, Gott sei Dank. Also es ist, wie gesagt, es ist, ich finde, wahnsinnig gelungen. Ich kann mir vorstellen, dass du deine Tradition der Preise fortführst. Ich würde gerne die Tradition der Zuschauer, dass die Zuschauer reingehen, das ist mir wirklich das Allerwichtigste. Weil es gibt auch nichts Schöneres, als Leute zu bewegen und dass sie rausgehen aus dem Kino und sagen, ja, halt, so geht's auch. Positiv, also Ich möchte ja was bewegen. Ich möchte ja, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr lacht und fröhlich in die Zukunft schaut und nicht immer nur sagt, so geht's. Dieses Geschimpfe und dieses Fragile und dieses, die Demokratie ist nichts. Also ich gehe ja nicht so in einem Film, ich versuche zu unterhalten. Aber ich möchte trotzdem, dass das irgendwie. Oh, das ist es. Damit bist du nämlich wirklich, um nochmal das zu sagen, top aktuell. Es ist ja geradezu wunderbar, dass ihr vor 10 Jahren angefangen habt, diesen Film zu planen. Jetzt kommt er raus und der passt da wirklich wie die Faust in die Butter. Das ist also irre. Und er motiviert mich jedenfalls, ich hoffe dann auch die anderen Zuschauer, wenigstens eine Sekunde mal nachzudenken. Und zu sehen, was läuft hier gerade schief und wie geht's auch. Und das war wirklich Krieg. Und das war der Smythe, darf man auch nicht sagen, ne, was mit dem geschehen ist. Auch das löst sich hinterher auf. Also der Smythe, das ist der Lagerkommandant, der Troutman ein bisschen sehr ärgert und ihn wirklich auch fertig macht. Auch mit dieser Geschichte geht er dann ja auf Troutman zu. Und dann löst es sich auf. Also das ist wirklich, nicht so es ist ja. Geht, man es braucht ist ja, menschlich. Man braucht ja nur überlegen. Kann Ist denn das logisch, dass wenn man irgendwo Bomben hinschickt und irgendjemand bombardiert und Kinder, die in irgendeinem Bus jetzt in Syrien irgendwo drin hocken und die tötet, dass diese Verwandten, dass die Eltern von denen, egal wer, dass das nur Hass sät und wieder und immer so weitergeht. Also das ist ja unglaublich, dass es Leute gibt, die denken, dass man mit Kriegen irgendwie die Welt friedlicher machen kann. Also und dass
Waffen exportiert werden und all der ganzen Schrott. Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber egal, das wollte ich nur noch mal ich will genau das kurz mal sagen, dass so das stehen nicht lassen, der richtige Weg ist. Ich habe natürlich noch 15.000 Fragen, die ich hätte, die ich im Kopf habe. Aufschreiben musste ich mir nichts, weil ich diesen Film eben so toll fand. Aber ich finde das ein top aktuelles und sehr gutes Schlusswort zu deinem Film, denn die halbe Stunde ist schon fast um. Wir haben noch ein paar Sekunden, 16 haben wir genau noch. Deswegen möchte ich, bevor wir schließen, sagen, morgen kommt Albrecht Ganzkopf und interviewt Arne Feldhusen, hier um 18 Uhr. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir für diesen Film. Ich wünsche dir toi 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 für heute Abend und ich hoffe, du hast unglaublich gute Zuschauerzahlen. Also danke, Markus H. Rosenmüller. Vielen Dank. Danke. Danke.